Meine Damen und Herren, wir kommen zum Netzfundstück der Woche. Dieses Netzfundstück hat ein schwieriges Thema, die Ästhetik des männlichen Geschlechtsteils. Da sind ja die Fragen immer offen, ist das männliche Geschlechtsteil überhaupt ästhetisch? Der klassischen Kunst wird das Thema oft kurz gehalten. Viele Frauen sagen, ich liebe meinen Mann, aber ich gucke da nicht gerne hin. Und deshalb hat ein japanischer Designer jetzt sich entschlossen, mal richtige Klamotten für diesen Teil der männlichen Anatomie zu designen. Und ich bin sehr froh, Ihnen das zeigen zu dürfen. Gucken Sie sich mal das Modell St. Moritz an, zum Beispiel hier. Ja? Mit dieser Zipfelmütze. Ja? Also auch wenn Sie jetzt noch was für Weihnachten haben wollen, ne, für den Gabentisch, wenn Sie für Ihren Freund noch was suchen. Oder vielleicht das nächste Modell, das Modell nämlich Baby. Das sieht so aus. Das ist natürlich ein fieser Trick. Ne? Das ist natürlich so, das appelliert einfach an die Mutterinstinkte jeder Frau. Die Frau sieht das, die Frau will es knuddeln und beide sind zufrieden, ist klar. Ne? Aber wo kriegen Sie schon mal ein Genital mit Armen? Also ich finde das sehr schön. Mein allerliebstes aber, und das ist besonders für die Herren, schick mit Strick. Gucken Sie das mal an. Bitteschön. Ja, meine Herren, das ist nicht eng, das ist warm. Ne? Könnte auch ein bisschen die Puppe in der Pornoversion der Sesamstraße sein. Aber das ist unser Netzfundstück der Woche.